So, und damit willkommen zurück zu einem neuen Let's Play. Wir spielen Rake und starten auch direkt schon mal ein neues Spiel. Ja, ich hab's, weiß nicht, vor 2-3 Jahren habe ich es mal kurz gespielt gehabt. Finde das Spiel relativ trashig, muss ich sagen. Ja, das ist auch nur ein kleiner Lückenfüller, sage ich mal, für zwischendurch. Wir spielen einfach mal ein paar Runden und gucken uns das Ganze hier dann auch mal an. So, was haben wir? Guck mal, da haben wir ihn. Der Rake, ein relativ hässliches Ding. Da auch noch ein bisschen was. Was haben wir hier? Dead, ja. Man kann das kaum lesen. Mr. Irgendwas, Search Ends for Missing 6-Year-Old Boy. Oder ist das Mr. oder irgendwie Mount Irgendwas? Schauen wir mal, hier ist eine amerikanische Karte. Was haben wir da? Average Number of... Was sind das? Cases oder so? Per Reporting... Klinik? Klinik? Irgendwie sowas. Na gut, damit meinen sie vermutlich... Ja, was sind das? Keine Ahnung, sowas wie ein Landkreis oder irgendwie sowas? Ich weiß es nicht. So, was haben wir hier noch? My 8 Hours of Hell with Bigfoot. Okay. Ja, wir sind ein bisschen crazy anscheinend. Ah, guck mal, da haben wir Kameras, die... Nein, wir wollen den Tag nicht skippen. Wir sammeln erstmal ein paar Kameras auf. Rifle Ammo, die werden wir dann... Wo ist denn unser Gewehr überhaupt? Da ist unser Gewehr. So, nehmen wir dich mal auf. Und, genau. Dich nehmen wir auch mal mit. Nein, wir wollen nicht skippen. Also, okay, dann gehen wir mal raus. Da läuft ein Schwein. So, dann, genau, können wir hier schon mal eine... Na? Please select Kamera. Und wie selecte ich eine Kamera? Continue. Aber wie wähle ich denn eine Kamera aus? Ah, guck mal, das Gewehr. Nicht. Das bringt aber auch nichts. Vielleicht wenn ich C drücke. Ah, sieh an. So. Dann haben wir da schon mal eine Kamera dran. Schauen wir mal, hier ist quasi eine Falle für ein Schwein. Hm? Na, das Schwein haut aber sowieso direkt ab. Okay, dann gehen wir nochmal gucken, wo wir hier noch ein paar Kameras anbringen. Ah, guck mal, laufen können wir auch. Okay, genau, dass wir unseren Wohnwagen von hinten nochmal beobachten können. Okay, so, 3 Kameras haben wir noch. Genau, dann haben wir hier quasi einmal den Vorplatz. Ghost. Ah, wir scheinen ein bisschen crazy zu sein, muss ich auch sagen. Aber mal, guck mal, hier kann man auch noch hoch, oder? Genau. Okay. So, dann schauen wir uns mal den Rest der Karte ein bisschen an. Und schauen mal, was sich hier so rumtreibt. Außer vielleicht dem einen oder anderen Wildschwein. Aber ich glaube, am Tag kann man den Rake noch nicht sehen. Das kommt dann später, meine ich. Oh! Okay, was haben wir hier? Ja, und da haben wir nochmal einen grünen See. Na gut. Haben wir eigentlich Füße? Wir haben keine Füße. Könnte der Rake aus so einem komisch eklig ausschauenden See kommen? Ja, wir schauen erstmal noch weiter. Ich glaube, wir haben auch eine Karte, oder? Genau. Und da sieht man dann quasi die grünen Punkte, wo wir unsere Kameras aufgestellt haben. Ja, beruhig dich. So. Gehen wir mal. Ui. Gehen wir, würde ich mal sagen, ganz zum anderen Ende nochmal hin. Und hängen da auch eine Kamera hin. So, schauen wir doch mal. Hopp, hopp, hopp.
Ich muss sagen, da in die Richtung, da geht es anscheinend auch noch weiter, aber da bin ich nie hingegangen. Das machen wir, glaube ich, nachher auch noch mal. So. Müssen wir lang? Hier müssen wir lang. Watschen wir einfach einmal gerade durch. Direkt zum Ziel. So, unten haben wir auch einen Countdown ablaufen. Das geht dann vermutlich, ja, wie, genau, bis halt die Nacht einbricht. Haben wir noch 24 Minuten, das sollte eigentlich passen. So, dann müsst ihr jetzt hier gleich. Genau. Das ist auch die Frage, kann man da auch durchgehen? Ich glaube schon, oder? Ja, das sollte passen. Okay, nehmen wir mal lieber das Gewehr, nicht, dass uns hier gleich irgendwas anspringt. Man eigentlich? Ja, okay. So. Also wenn ich der Rake wäre, ich glaube hier. Ich meine, der muss ja auch tagsüber, muss er ja auch irgendwo sein. Also. Okay, so, wo sind wir denn jetzt hier überhaupt? Sind wir hier hinten? Gibt es hier irgendetwas? Ich meine, die Entwickler müssen sich ja irgendwas dabei gedacht haben. Hoppala. Häng fest. Dieses kleine Areal hier noch hinzubauen. Oh. Da liegt ein Bein. Und ein Scharfschützengewehr. Ja, da war wohl auch schon wer anders unterwegs, um den Rake zu fangen. Und ist jetzt nicht mehr. Sondern er wurde gegessen. So. Na gut, dann gehen wir hier mal wieder weg, würde ich sagen. Das ist halt auch die Frage, ne? Wurde der Typ am Tag oder in der Nacht geschnappt? So, jetzt auch die Frage der Laptop. Wir haben auch den Laptop mitgenommen. Wie rufen wir den eigentlich auf? Was ist das? Ah, ein Fernglas? Mhm. Was haben wir noch? Ah, Kamera. Bei den Knöpfen. Diverse Tasten passiert nichts. Na gut. Dann bringen wir mal hier oben noch die Kamera an. Vorausgesetzt, genau, wir kommen hier auch hoch. Sehr gut. So, und dann bringen wir hier schon mal die Kamera an. Ja, dass wir dann das da beobachten können. So, wo können wir noch Kameras anbringen? Würde ich sagen, genau. Gehen wir da nochmal hinter, da gibt es auch noch viele Punkte. Und dann würde ich sagen, gehen wir quasi ganz südlich nochmal wohin. Weil da war ich auch noch nicht, da will ich auch nochmal schauen. Und dann werden wir uns in die Nacht begeben. So, was haben wir hier? Ein Gebäude. Oder zumindest etwas Ähnliches, ja. Da gehen wir mal dahinter. Mit das oder schauen wir dahinter nochmal, ob wir da irgendwas Interessantes finden. Vielleicht ist das hier besser, um. Ah, da läuft. Was ist denn das? Ein Hirsch? Mal, hier ist das Scharfschützengewehr, oder? Genau. Na, der Zoom ist ja auch quasi nicht vorhanden. Na gut. Hallo. So, wo können wir die Kamera anbringen? Da können wir die Kamera einmal anbringen. Quasi hier auf das Gebäude gerichtet, das eigentlich auch schon, ja, sehr, sehr naturverbunden ist. Sagen wir es mal so. Genau, da können wir Kamera. Und wo ist der andere? Schauen wir mal. Das Ding muss ja hier irgendwo sein. Was haben wir denn da? Ein Autowrack? Ne, ich finde,
das Kamerading hier gerade nicht. Merkwürdig. Na gut, dann würde ich sagen, bringen wir die Kamera einfach hier nochmal an. Genau. Und dann. Genau, begeben wir uns noch einmal ganz Richtung Süden, hängen da auch noch eine hin. Und dann. Ja gut, wird vermutlich eh schon bald die Nacht anbrechen. Und dann schauen wir mal, was in der Nacht so passiert. Weil jetzt am Tag scheint es ja relativ sicher zu sein. Außer ein paar Tiere ist hier nichts los. Aber laufen wir nochmal ein bisschen. Unendlich laufen kann er leider nicht. Muss dann immer ein kleines Päuschen machen. Aber ich denke, das sollte jetzt nicht allzu das große Problem sein. So. Oder könnten wir theoretisch da eine anbringen? Oder wir laufen nochmal ganz hinter. Ach, gehen wir nochmal hier lang, oder? Ein bisschen Zeit haben wir ja noch. So. Weil hier war ich, als ich es tatsächlich das letzte Mal gespielt habe, war ich noch nie hier. Hallo. Ey. Oder? Ne, hier war ich noch nicht. Hier war ich noch nicht. So, schauen wir mal, was wir hier finden. Ach, da. So, also hier ist im Prinzip Wald. Und hier soll man jetzt irgendwo wieder eine Kamera anbringen können. Ach da, da ist der eine. Dann schauen wir hier nochmal ganz hinter. Der andere Punkt vielleicht besser ist. So. Ach, sieh an, da ist wieder ein Gebäude. Und irgendwo hier müsste man jetzt Kamera wieder anbringen können. Ich sehe jetzt aber aktuell noch nicht wo. Da. Okay, schauen wir uns mal das alte Gebäude hier ein bisschen an. Oh. Hört ihr das? Dann nehmen wir mal dich. Irgendwas macht hier Geräusche. Geräusche, die nicht schön klingen, muss ich sagen. Ach, guck mal, hier kommen wir auch noch rauf. Wow. Was? Was? Der pennt hier tatsächlich. Da war er gerade. Oh, ich konnte gar nicht reagieren. Auf einmal. Meine Güte. Also wir haben hier seinen Schlafplatz gefunden. Und jetzt ist er natürlich abgehauen. Puh. Okay, das heißt, wir werden hier definitiv eine Kamera aufstellen. Und jetzt begeben wir uns mal zu unserem Wohnmobil zurück. Also, wir wissen jetzt, der Rake, der schnarcht. Hui. Na gut. Laufen wir mal zurück. Lassen die Nacht anbrechen. Und dann bin ich gespannt, jetzt wo wir ihn aufgeschreckt haben, weil letztes Mal, da ist in der ersten Nacht nämlich noch nicht allzu viel passiert. Aber jetzt, da wir ihn aufgeschreckt haben, kann es natürlich sein, dass er uns eher angreift oder sich eher zeigt, mehr aktiv ist. Aber vielleicht weiß er ja auch, dass wir unser Lager da haben und ist jetzt trotzdem am Tag auch schon auf dem Weg dahin. Okay, wir müssen nur noch geradeaus laufen.
Hat man den Rake da eben gesehen? Ich glaube nicht, oder? Auf einmal war er da. Na gut, jetzt wissen wir auf jeden Fall schon mal, wo wir dann hin müssen. So, genau, da sind wir Wohnmobil. Okay, und unser Lager. Ach, sieh an. Da ist ein Schwein drin. Genau, an den Schwein, da könnte man da oben auch noch eine Kamera anbringen. Aber, nee, komm, wir lassen dich jetzt erstmal frei. Na? Hallo? So, genau, erstmal weg mit dir. Das machen wir vielleicht ein andern Mal. Genau, so. Dann gehen wir mal rein. Machen wir die Tür zu. Fenster sind auch alle zu, jawohl. Und dann würde ich sagen, skippen wir den Day und wir machen hier erstmal Schluss für heute und dann sehen wir uns hoffentlich morgen in der nächsten Folge wieder und schauen mal, was die Nacht so bringt. Bis dann.